Servus Leute und willkommen zur WM-Qualifikation zwischen Deutschland und Schweden. Ja, und heute an meiner Seite der liebe Taps. Hi, hi Leute. Hallo Taps. Ja, wir haben uns mal gedacht, komm, ich bringe heute mal jemand anderen, weil denn arbeitsmäßig momentan nicht so kann, haben wir gedacht. Meine Freundin ist bei ihm. Ja, keine Ahnung, Arbeit und Freundin und naja, halt das alles, ne? Für manche sind auch Freundinnen Arbeit. Nee, aber wir wollten euch trotzdem nicht verschonen und ja, deswegen haben wir Tabs. Wenn es hier ein bisschen knackt und rauscht und knurrt und hast du nicht gesehen bei Tabs, das ja, liegt daran. Beschwert euch bei meinem Dad. Ja, dass erstens die Qualität von seinem Mikrofon leider nicht die beste ist. Aber daran aber daran werden wir noch arbeiten. Also das kriegen wir schon noch hin. Mhm. Ja, und das denke ich mal, wird ja auch das geringste Problem sein, solange alles cool ist. Ja, hier haben wir das Mannschaftsfoto der Schweden. Ja, der einzigste Bekannte, der mir jetzt hier so einfällt, ist eigentlich Ibrahimovic. Ansonsten sagt mir da keiner so groß was, aber ja, die Deutschen, so wie immer hier, schön, Lahm, Hummels, Mertesacker, Badstuber, Schweinsteiger, Reus, Özil, Klose, die ganzen bekannten Konsorten hier, ja, Kapitän sage ich schon, Trainer Joachim Löw, und hier, ach, Isaksson kenne ich noch, stimmt, aber sonst, Larsson, ja, irgendwie schon mal gehört, aber sonst, nix Bekanntes. Aber eine 4-4-1-1 Aufstellung. Naja, sind wir mal gespannt. Ja, hier haben wir einen schönen grün-weißen Ball. Ich glaube, das war irgendeiner aus der französischen Liga. Wenn ich das in den Einstellungen richtig gesehen habe. Ich finde den Ball voll stylisch. Ja. Das Einzige, was ich bis jetzt zum Spiel sagen kann. Gute Bälle. Ich weiß, du magst Bälle, ne? Ja, ich mag Bälle. Ja, egal, wir müssen uns ein bisschen auf das Spiel hier konzentrieren. Also die Schweden in blau-grün, blau-grün, genau, in blau-gelb. Ja, Fehler passieren. Und die Deutschen wie gewohnt in weiß-schwarz zu Hause in dem Olympiapark in Berlin. Olympiastadion. Auch heute kommen aber die Fehler hier en masse. Also. Ja, schon spät. Ne? Ja, schon spät und naja. Schule stresst und hast du nicht gesehen. Aber jetzt erstmal hier eine schöne Chance von Özil. Oh, das kann er sich durch... Oh, verdammt. Hat sich da nicht richtig durchsetzen können, ansonsten wäre es richtig gefährlich geworden. Aber hier geht's weiter auf Ibrahimovic, der auch direkt Kapitän ist. Ja, was ist auch anders zu erwarten? Eigentlich der beste Spieler der Schweden. Und, neuer Glanztat. Sehr schön gemacht. Also den habe ich schon fast drinne gesehen. Aber sind wir mal gespannt. Wir hoffen mal, dass wir jetzt die gute Leistung vom letzten Auswärtsspiel, sage ich mal, in Irland auch gegen die Schweden machen können. Vielleicht wird es kein 6-1, aber ein guter 3-0-Sieg ist schon schön anzusehen, würde ich mal sagen. Also ja, das ist so mein Wunsch, dass wir halt wirklich so die WM-Quali hier richtig locker, leicht in den Tüten haben. Und uns dann in Ruhe auf die WM in Brasilien vorbereiten können. Aber wie gesagt, schöne Aktion hier. Schön reingeflankt von Müller auf Özil und ganz knapp vorbeigeköpft. Özil ist ja so ein riesen Kopfballwunder, ne? Ich glaube, ich hole mir morgen die PlayStation 2 wieder rein, zocke eine Runde FIFA. Danke, Tom. Bitteschön. Ja, nee, also FIFA ist schon richtig geil. Ich bin gerade so richtig ins Gameplay, sag ich jetzt mal vertieft, das... Ja, nee, ist ja auch richtig. Das ist, also ich finde wirklich so bei FIFA 13, wenn du da nur so zuguckst, na gut, ist zwar jetzt nicht so richtig wie echtes Fußball, aber dadurch, dass hier ein bisschen Stimmung mit reingebracht wurde, sage ich mal, finde ich, hat es schon einige Ähnlichkeiten. Also da haben sie schon relativ viel Wert auf Realismus gelegt. Gut, die Spieler machen ein paar unbedachte oder undurchdachte Bewegungen, wenn sie einfach mal mitten in einem freien Raum stehen bleiben und 5 Minuten warten oder so. Also da fragt sich dann auch manchmal, ja, was ist da los, Entwickler? Aber sonst sehr schön gemacht hier.
wenn sie auch da mal die freien Männer sehen oder dann anzeigen, ja, spiel mir dorthin, denn ich laufe mich jetzt frei oder so. Also da haben sie sich echt Mühe gegeben. Müssen wir ja mal so lassen. Ja. Definitiv. Bis jetzt noch nichts so Spannendes passiert, bis jetzt auf die zwei Chancen, einmal von Schweden und einmal von Deutschland. Und wir haben schon 20 Minuten hinter uns hier. Was soll das noch werden? Ein frühes Tor der Deutschen wäre eigentlich so schön. Wäre ein bisschen ruhiger, aber so, ja, kann alles passieren, was passieren will. Oh, schöner Hackentrick. Was macht Özil? Ja, er tänzelt rum und genau so eine Aktion meine ich. Also das ist dann echt undurchdacht und ja, Abseitssituation von Khedira. Ich bin ja mal gespannt, ob bald nochmal Auswechslungen kommen, weil ich hätte eigentlich echt Podolski in der Startaufstellung mit erwartet. Aber das liebe FIFA-Team meint, nö, mach mal nicht. Wozu denn auch? Eben. Aber ich glaube, hier ist eh immer dieselbe Standardaufstellung drin, also wenn wir hier Anpassungen machen wollten, dann müssten wir uns wirklich an die Aufstellung der echten Mannschaft halten. Aber das ist ja ein, zwei Tage bevor überhaupt das Spiel stattfindet, auch sehr schwer zu machen. Aber naja, was soll's. Wir wollen ja eigentlich nur so eine kleine Prognose hier machen und uns das Spiel angucken, unseren Senf dazu abgeben und einfach nur Spaß dabei haben. Auf jeden Fall hier, ach, hab schon gedacht, die Deutschen versuchen es jetzt ein bisschen langsamer, aber doch gezielt aufs Tor zu spielen, aber dann tun sie einfach mal einen Fehlpass reinhauen. Oh, hier Khedira schon verletzt. Naja, hoffen wir mal, dass er bald ausgewechselt wird, dass er sich hier nicht noch schwerer verletzt. Woran hast du das jetzt erkannt, dass der verletzt war? Siehst du, oder, wenn der wieder angespielt wird oder der Name dann unten steht? Weil jetzt steht ja zum Beispiel Klose, ne? Ja. Und dann steht irgendwann Khedira und da ist so ein kleines rotes Kreuz gewesen. Das ist das Verletztenzeichen. Mal gucken, ob es jetzt nochmal... Ja, Klose hat jetzt einen Ball. Bleibt aber hängen. Diese Leiste unter Klose? Also das ist zum Beispiel seine Ausdauer. Mhm. Und die Fitness allgemein. Also wenn jetzt zum Beispiel... Bei Klose ist jetzt die blaue Leiste wieder voll. Da kann er jetzt zum Beispiel die ganze Zeit durchsprinten. Ja, es ist die Khedira, ist das kleine Kreuz da. Ach so, ja, okay. Ja. Und ja, wie gesagt, die blaue Leiste ist halt Sprinten. Wenn er sprintet, wird die geringer. Und wenn er zu viel sprintet, dann wird allgemein der Balken dünner, weil dann halt seine allgemeine Fitness runtergeht in dem Spiel. Ach so. Und unten hast du dann noch so einen Balken, so der von, ich sag mal, gelb, nee, von grün, bis über gelb, orange, besser gesagt, auf rot geht. Und das ist dann die Schärfe oder die Härte dann des Schusses. Oder der Flanke, des Passes, was auch immer man nehmen will. Also das sind so die Sachen, die ich glaube, die gab es früher in den älteren Teilen noch gar nicht. Nee, gab es nicht, deswegen. Ja. Und ich habe es eigentlich recht. Also man kann es auch umstellen, aber ich finde einfach, so ist es schon besser, wenn man sehen kann, wer am Ball ist und wer gerade aktiviert ist. Oh. Und kann man auch mal schneller, wenn man selber spielt, auf die Geschehnisse eingehen. Ja. Aber jetzt gucken wir mal hier. Also wir hatten gerade zwei schöne Ecken der Deutschen, ist zwar nichts geworden. Und jetzt sind wieder die Schweden am Ballbesitz hier. Schauen wir mal, was die jetzt draus zaubern können. Auf jeden Fall spielen sie sich ein bisschen frei. Ibrahimo, das tut weh, Freunde, das tut weh. Ja, kurz vor der Halbzeit. Ja, echt, 44. Minute, das 1:0 für die Schweden. Hast du gerade den Sprung gesehen? Ich dachte, der bleibt hier. Auf dem Fahnenmast. Ja. Ja. Manchmal denkst du auch so, also da ist auch ein bisschen was an der Programmierung falsch gelaufen beim Jubel oder hast du nicht gesehen? Ja. Also das ist manchmal auch noch sehr komisch gemacht, aber irgendwie passiert da nie was. Aber jetzt hier Klose versucht's mit Khedira. Ja, merkst du. Khedira ist nicht mehr auf der Höhe, hat jetzt hier irgendwie den Ball sonst wohin geschlagen. Oder der Schwede war noch dazwischen, das habe ich jetzt in der Schnelle nicht gesehen. Aber man merkt schon, die Schweden, die haben jetzt ein bisschen Wasser oder Luft geschnappt, wie auch immer man den Spruch dann nennt. Ich weiß es jetzt gleich gar nicht. Oder Feuer gefangen, sagen wir es mal so. Und zeigen jetzt doch ein bisschen mehr, was sie können. Also die Deutschen schon ein bisschen geknickter gehen in der Halbzeit und werden wahrscheinlich auch mal richtig zusammengestaucht hier.
vom lieben Yogi, der nicht nur schöne Haare haben kann, sondern auch echt mal wahrscheinlich ein hartes Wörtchen an den Tag legen kann. So ein Scheiß über den Bildschirm, Schulter gerade knallert rein. Ja. Ich dachte, mein PC schmiert ab, so ein Scheiß. Wir sehen jetzt nochmal ein bisschen die Highlights und ja, das ist jetzt hier das Tor. Auch ein bisschen unkoordiniert, was da Neuer gemacht hat, also naja, braucht man nicht groß auswerten, ist halt einfach nur ein Spiel und ja, hier auch nochmal so die Zwischeninfo, ja, Passgenauigkeit sind wir auf jeden Fall wieder sehr gut hier mit knapp 90%. Der Ballbesitz sehr ausgeglichen, aber wir setzen einfach mal das Spiel fort. Okay, es gab keine Auswechslung, also ist denn die Verletzung von Kivira doch nicht so schlimm wie gedacht. Und merkt man auch, woran er sich verletzt hat? Das steht dann meistens immer nur, wenn du dann in das Teamauswahl gehst, dann steht dann da Muskel an. Ganz geile Sache hier. Aber leider nur in Pfosten und raus. Nee, da steht dann meistens so, ja, Muskel gerissen oder irgendwas geprellt oder gebrochen. Also steht dann auch richtig da, was es ist. Und wenn das Spiel vorbei steht, dann auch meistens, wie lange er dann ausfällt. Also steht dann so, ja, ein Tag und ich glaube, das längste, was ich bis jetzt hatte, waren 9 Monate Spielerausfall. Und wer war das bei dir? Und Bei mir war das Jack Wilshere, glaube ich, wenn man ihn so richtig ausspricht. Also ist halt ein englischer Verteidiger und den habe ich halt in meine Mannschaft gekauft. Von Arsenal weg. Ja. Und der hat sich, glaube ich, irgendwie mal das Bein gebrochen. Und war dann halt irgendwie 9 Monate verletzt. Und dann brauchst du für den dann einen anderen Spieler. Genau. Quasi. Ach so, okay, cool. Ja, also das finde ich eigentlich recht geil gemacht. Ist dann echt cool gemacht. Also du kannst ihn da nicht einsetzen, obwohl er trotzdem verletzt ist, sondern der ist dann halt wirklich gesperrt und wenn du ihn aufstellen willst, kommt dann halt die Meldung, ja, hier Spieler nicht einsatzfähig, bla bla bla. Okay. Also das ist dann auch schon realistisch gemacht und auch die Erschöpfung merkst du halt auch dem Spieler an, also wenn jetzt eben die ganze Saison durchspielen lässt, merkst du halt am Ende dann oder auch schon in der Mitte, dass er halt nicht mehr so der Fitteste ist, nicht mehr so lange sprinten kann. Und die sind dann auch verletzungsanfälliger. Also die tun sich dann mal schneller Muskel reißen oder anreißen. Okay. Naja, das ist. Also da haben sie sich echt schon ein bisschen was gedacht bei dem Verletzungsautomatismus, sag ich mal hier, weil das ist ja wahrscheinlich immer noch reiner Zufall. Also recht geil gemacht, finde ich. Was ja. Also haben sich schon Mühe gegeben, auch wenn immer viele sagen, hier, ja, passiert ja nichts groß. Oh, hier, Gomez kommt rein, Klose geht raus. Naja. Ach Gott. Ja, hoffen wir mal, dass uns dann wenigstens der Gomez mal ein Türchen schießt, wenn es der Klose schon nicht reicht und die Schwächen jetzt nicht nur das zweite schießen. Ah, nee, das einfach mal Ball sinnlos von hinten rausgeschlagen hier. Ja. Ich meine, das macht ja keinen Sinn. Das ist doch logisch. Noch Einwurf. Um schnell ausführen, Philipp. Und auf Müller. Komm, oh, weißt du, Lahm läuft außen auf der Außenbahn frei lang und was machen die? Die spielen das mal schön in die Mitte. Oh, jetzt hier Schweinsteiger. Und pass auf, der bleibt. Nee, der spielt. Oh Gott. Ich hätte echt gedacht, der legt nochmal rüber. Aber hast du es gerade gesehen, wie er am Torwart hängen geblieben ist und dreimal über sich selber geflogen ist? Also das finde ich dann schon teilweise auch noch ein bisschen schlecht programmiert. Aber spielen die ja teilweise bei uns in der Schule besser. Ja, das meine ich gerade leider ernst. Ja, das Problem ist nur leider, das sind echte Menschen. Das hier ist einfach nur Computer. Wenn du jetzt siehst, also die stehen sich da. Oh, okay. Das 2:0 und schon wieder Ibrahimovic. Das Ding hat jetzt gesessen. Also war kein schönes Tor, aber ist halt gefallen. Wenn du das hier, was ich gerade meinte, also da haben sie sich gerade so 2 Minuten hier hintereinander angestanden und keiner wusste so richtig, was er machen soll. Der eine steht da, blockt ab, der andere steht dahinter, versucht an den Ball zu kommen, macht aber nichts, aber ja. Das ist dann so auch ein bisschen das, was ich noch sagen muss. Das ist ein bisschen sehr unrealistisch gestaltet. Aber hier, Gomez, komm und hat er rausgefaustet. Komm, Reus, jawohl! Und jetzt schnell den Ball schnappen und ja, nee, lässt er sich feiern. Okay, wenigstens der Anschlusstreffer noch. Ist noch machbar. Ist auf jeden Fall noch machbar, ja.
Da freuen sie sich hier, Özil und Reusi und Kedira. Aber ich habe schon gedacht, die Sache wäre schon wieder geklärt, wo der Torhüter dann rausgeforstet hat. Mhm. Aber auf jeden Fall richtig geiles Tor von Özil, also. Bis jetzt ist es Spiel des, Das war doch Reus. Ich bin auch erzähl ein Käse. Ich auch gerade. Ja gut, Leute. Özil hat gefeiert, aber er hat nicht das... Ja, irgendwie schon ein bisschen fehl gerade. Nee, sehr schönes Tor vom Reus auf jeden Fall. In meinen Augen auch bis jetzt das Tor des Tages. Also die Dinger vom Ibrahimovic waren ja wirklich nur so... Ja, da mussten eigentlich nur noch reinlegen in dem Sinne. Aber der war ja wirklich so von, ja, Mitte des 16 Meter Raums abgezogen und schön strammer Schuss rein. Ja. Kann man da bringen, so ein Teil. Kann reingehen, kann daneben gehen, kann gehalten werden, alles möglich. Ja, das war jetzt wieder so eine undurchdachte Aktion hier. Anstatt dass er weiterläuft, spielt dann zurück und dann doch lieber zum Mitspieler oder zum Gegenspieler, besser gesagt. Die stehen am 1% mehr Ballbesitz hier. Der gerade ausgeploppt, das ist. Das ist eigentlich relativ uninteressant in meinen Augen. Naja, aber... Also manchmal, weißt du, wenn ich manchmal so gucke, hier 70% Ballbesitz und dann verlieren sie trotzdem 2-0 manche Mannschaften. Ja. Das ist... Da fragst du dich dann auch, was machen die mit dem Ball, wenn sie den in der, in, am Fuß haben? Ich wollte schon an der Hand sagen, aber am Fuß haben. Also, da sagst du dann so, ja, schön Spiel, kann jeder Tore schießen, können nur die Guten. Aber jetzt kommen ja wieder die ganzen Couch-Potato-Fußball-Sprüche raus. Ach ja. Das sind dann immer so, ja, mach's doch selber besser. Nö, ich wär lieber Fußballmanager bei FIFA. Oh, ach verdammt. Guck mal, da ist einer lustig. Also der eine Verteidiger jetzt, der Rechtsverteidiger der Schweden, hieß lustig. Vorne meinst du bestimmt Peter. Boah, Flachwitz! Muss halt sein. Ja, ich mein, aber kommt jetzt. Ja, kommt schon, Leute. Wenigstens noch das 2-2. Ich will doch nicht gegen die Schweden verlieren hier. Du schaffst doch nur zu. Ja, ich weiß, aber ich fieber mit einer ganzen Nation hier mit. Ich stehe für 82 Millionen Menschen. Krass. Ich ganz alleine. Cool, dass wir keine 82 Millionen Aufrufe haben. Naja, egal. Ist mir egal. Es reicht ein Aufruf, der zählt so viel wie 82 Millionen. Und wenn es nur meiner ist. Ich bin One Man Germany. So, jetzt haben wir's. Okay, gut, dann haben wir das jetzt auch geklärt. Eben. Ja, Abpfiff, Schweden feiern, die Deutschen, naja. Haben nicht wirklich irgendwas gegenhalten können hier. Aber naja, was will man erwarten? Ja, siehst du, geknickte Gesichter. Da, Neuer regt sich auf, will von keinem irgendwas haben und ja, was macht Kedira? Der klappt den erstmal schön auf dem Arsch. Naja. Kannst du nichts machen. Guck mal. Die haben sogar, ich sage jetzt mal, maximal pigmentierte Mitspieler und die heißen Olsson. Also, weiß nicht, ich habe so Schweden im Kopf, so. Weiß nicht, weiße Haut, blonde Haare. Gut, das ist wahrscheinlich ein Eingebürgerter, aber... Naja. Schon krass, dass der, naja, aber dass der auch so einen typisch schwedischen Namen hat mit Olsson. Ich hätte ja dann eher so gedacht, dass er dann auch so was Ausgefallenes hat, wie bei hier mal den Deutschen, so Uwe Muela oder... Uwe Seeler, ja, kennen wir alles. Nicht Uwe Seeler hier, wie heißt der? Ach, Uwe Muela hier, der... Ja, Boateng, genau. Oder wen haben wir denn noch so? Ja, weiß nicht, ist Spieler überhaupt? Kann der überhaupt den Fußball bedienen? Naja, Leute, bevor es hier noch dünner wird, das ganze Eis, was wir hier bereden, ja. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zugucken und hoffen, dass die Deutschen im echten Spiel besser abschneiden als hier. Bis dahin, macht's gut und ja, Tabs, du kannst auch nochmal Tschüssi sagen, genau. Geilig, tschüss. Tschüssi. Tschüssi.